bedeutet, ein Erlebnis zu reflektieren, was mein Leben geprägt hat, weil das, was wir dort im Haus in diesen 3 Nächten und ganz besonders in dieser 3. Nacht erlebt haben, ich glaube, das ist etwas sehr Einmaliges. Und die Bilder sind eigentlich immer im Kopf da, aber wenn dann eben in den Medien oder in der Öffentlichkeit das Thema eben stärker diskutiert wird, wie jetzt nach 20 Jahren, drängen sich diese Bilder ganz massiv jeden Tag einem wieder auf. Ja, also man muss sich ein Plattenbaugebiet vorstellen mit einem großen Wohnblock, 11 Etagen hoch, 8 Aufgänge. Und im vordersten dieser Aufgänge wohnten vietnamesische Vertragsarbeitnehmerinnen, Vertragsarbeitnehmer, die zu DDR-Zeiten zum Arbeiten in die DDR gekommen waren, dort, die im Seehafen Rostock gearbeitet haben, von denen eine ganze Menge wieder nach Vietnam zurückgekehrt waren. Aber dort in diesem ersten Aufgang wohnten vietnamesische Männer, Frauen und einige wenige kleine Kinder, weil zu DDR-Zeiten durften sie ja keine Kinder haben und nicht in Familie leben. Und im zweiten Aufgang war vor dem Mai 91, bevor ich angefangen hatte, die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet worden. Das heißt also, der Ort im Bundesland, wo jeder, der einen Asylantrag stellen wollte, sich zunächst melden musste und dort in dieses Antragsverfahren hineingekommen ist und dann von dort in der Regel nach wenigen Wochen in die Landkreise und kreisfreien Städte des Bundeslandes weiterverteilt wurde, um dort die Dauer des Asylverfahrens abzuwarten. Also eine denkbar ungünstige Stelle mitten in einem Wohngebiet, mitten in einem solchen Plattenbaublock, eine Stelle einzurichten, wo eine extrem hohe Fluktuation von Flüchtlingen war, wo also jeder hin musste, der den Asylantrag stellen musste und wo es kaum Sozialarbeit, kaum Unterstützung, Betreuung für diese Flüchtlinge in dieser ersten Phase des Aufnahmeverfahrens gegeben hat. Ich war vor 20 Jahren Ausländerbeauftragter hier in der Hansestadt Rostock, hatte diese Arbeit im Mai 1991, also ein reichliches Jahr vorher, begonnen und war damit von meiner Aufgabe her für Migrantinnen und Migranten in dieser Stadt, für deren Lebensumstände, für die politische Situation, die sich ja auch aus dieser Wendezeit noch her geprägt hat, zuständig. Als ich im Mai 91 anfing, war das eines der Schwerpunktthemen, die Situation dort in Lichtenhagen. Und ich bin in meinen ersten Arbeitswochen dort schon rausgefahren, habe viel Kontakt zu den Vietnamesen nebenan gehabt, habe mit den Anwohnern dort gesprochen, habe mit den Mitarbeitern des Landesamtes, die ja dort in dem Haus gearbeitet haben, mit dem des Bundesamtes, die für die Asylentscheidungen zuständig waren, die dort gesessen haben, gesprochen. Und es war eine Spannung zu spüren, die also davon ausging, dass eben permanent neue Flüchtlinge kamen, sie dann nach kurzer Zeit wieder gingen, dass es kaum Sozialarbeit gegeben hat. Und ich habe dann im Juni für den damaligen Oberbürgermeister Kiliman einen Brief an den Innenminister geschrieben, um dort im Namen des Oberbürgermeisters, also für ihn geschrieben, und dort zu fordern, dass erstens sofort die Situation im Haus verändert werden muss und dort Sozialarbeit, Betreuung in das Haus hineinkommen muss, dass im Umfeld dieses Hauses dort eben für eine andere Atmosphäre gesorgt werden muss, dass eben dort nicht dieses Gefühl von Belastung bei den Anwohnern, übrigens auch bei den vietnamesischen Anwohnern, und dieser Situation der Flüchtlinge dort sehr unzufrieden mit diesem Lebensumstand in diesen dicht bewohnten Zimmern und Räumen zu sein für die Zeit dieses Asylverfahrens, und habe dort einen Satz hineinformuliert, dass die Spannungen ein solches Maß haben, dass Gewalttätigkeiten und Tötungsdelikte nicht auszuschließen sind. Also ein ganzes Jahr, bevor etwas passiert ist, und nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass es eine solche Dimension von Gewalt annimmt. Aber wie gesagt, das war schon über ein Jahr vorher und da war noch niemand auf der Wiese, der dort auf seinen Asylantrag warten musste. War eine Spannung und eine Atmosphäre zu spüren, die schon Gewalt
in sich geborgen hat. Es war nicht eine spezielle Situation, es war die Gesamtheit der Atmosphäre, die ich dort erlebt habe. Mit Mitarbeiter, Beamte, die eben bemüht waren, dieses Asylverfahren durchzuziehen, denen es aber nicht darum ging, wie die Lebensumstände dieser Menschen dort sind. Und ich habe Zimmer gesehen, wo Doppelstockbetten drin waren, wo auf einer extrem kleinen Fläche 6 Leute und 8 Leute in diesen Zimmern in Doppelstockbetten gewohnt haben, die natürlich immer versucht haben, dann aus diesem Zimmer rauszukommen, also auch draußen zu sein. Ich habe mit Anwohnern gesprochen, die eben auch Sorge hatten vor Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aus einer anderen Kultur kommen. Nicht, wie ich es dann später erlebt habe, mit rassistischen Äußerungen, sondern einfach eine Sorge und ein sich unwohl fühlen. Oder eben auch die Sorge von jungen Frauen, die ich dort erlebt habe, einfach dort auch lang zu gehen, die ich so nachvollziehen konnte. Nicht, weil diese Menschen ihnen was getan hätten, aber einfach ein ungutes Gefühl zu haben und dann eben in der Situation, wo ständig eben auch ein hoher Wechsel der Flüchtlinge dort war. Und die Flüchtlinge selber, die eben wissen wollten, wie es mit ihnen weitergeht, was aus ihrem Asylantrag wird, aber eben auch so einfachste Sachen von Essen, von Verpflegung, was eben später in den Heimen sehr wohl bei einer guten Sozialarbeit ja alles auch an Konflikten und an Aufregung herausgenommen werden kann. Das hat es dort alles nicht gegeben. Und die Gesamtheit dieser Situation war einfach so als Spannung zu spüren. Also zu diesen Spannungen kam dann ab Ostern eine Situation dazu, dass also diese zentrale Anlaufstelle Flüchtlinge nicht aufgenommen hat, weil das Haus voll war. So, das erste Mal kurz vor Ostern riefen mich Vietnamesen an, die sagten also, da drüben hängt ein Schild im Nachbaraufgang, dass Asylantragsteller sich erst nach Ostern wieder melden sollen. Sage ich. Das kann gar nicht sein. Was soll mit denen passieren, die Ostern kommen? Habe also im Innenministerium den Abteilungsleiter angerufen und der hat mir gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Ich rufe Sie zurück und hat dann dort in Lichtenhagen angerufen und hat festgestellt, dass es tatsächlich so war. So, er rief mich dann zurück und sagte, er hat angewiesen, dass das natürlich nicht möglich ist. Natürlich muss auch über die Osterfeiertage aufgenommen werden. Aber in den darauffolgenden Wochen war dann zunächst sporadisch und ab dem Sommer ein Zustand, wo fast permanent Flüchtlinge, die von ihrem Recht, Asylantrag stellen zu können, Gebrauch machen wollten, wo sie zurückgewiesen wurden und zum Teil mehrere Tage warten mussten, bis sie in das Haus hineingelassen wurden, um ihren Asylantrag zu stellen. Und die Zeit haben sie dann auf der Wiese vor dem Haus verbracht. Und in dieser Zeit ist ja die Zahl der Asylantragstellungen deutlich angestiegen. 1992 war das Jahr mit den meisten Asylanträgen in Deutschland, 438.000 in einem Jahr. Sodass also im Sommer wir dann quasi einen Zustand hatten, wo täglich Menschen auf dieser Wiese waren, um zu warten, ins Haus zu kommen und den Asylantrag zu stellen. Ich habe diesen Zustand, der dort auf der Wiese zunächst sporadisch, dann permanent war, habe ich als etwas erlebt, was unzumutbar war, unzumutbar für die Flüchtlinge, die ihren Antrag stellen wollten, von ihrem Recht, das durch Grundgesetz, Asylgesetzgebung gedeckt war, von diesem Recht Gebrauch machen wollten. Ich habe es als unzumutbar für die deutschen Anwohner ringsherum erlebt und ich habe es genauso für die vietnamesischen Vertragsarbeitnehmer, die in dem Sinne ja auch Nachbarn und Bewohner waren und die sich auch tagtäglich über diese Zustände um das Haus herum, dass es dort gab, aufgeregt haben, mit Recht aufgeregt haben. Also es war unzumutbar für alle Seiten. Und dann habe ich eben erlebt, dass die Lösungsversuche für diesen Konfliktstoff mit vielen Debatten in der Stadtverwaltung, im Innenministerium, mit Vorwürfen hin und her gegenseitiger Art, dann
Die Stadt hat das Land aufgefordert, weil es sind ja Flüchtlinge des Landes, die in dieser Landesaufnahmestelle den Asylantrag stellen wollten, also diese Zustände zu beseitigen. Das Land hat gesagt, Moment mal, die, die im Haus sind, das sind die Flüchtlinge, die in der Landesaufnahmestelle sind. Die, die vor dem Haus sind, sind Obdachlose. Für Obdachlose ist die Stadt zuständig. Also bitteschön, kümmert ihr euch darum. Und in diesem unsinnigen Hin und Her, wo nicht nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wurde, sondern wo versucht wurde, den jeweils anderen die Verantwortung zuzuschieben, dass sich eben in dieser Zeit die Konflikte weiter zugespitzt haben, dass durchaus Einwohner, die von dem ja gerade erworbenen demokratischen Instrumentarium, Eingaben zu schreiben, Petitionen zu schicken, Abgeordnete zu sprechen und sie zu beauftragen, dass sich dort etwas ändern muss. Und die praktisch nur erlebt haben, es hat sich nichts verändert, weil im Gegenteil, es wurde eigentlich immer noch intensiver und immer noch schlimmer. Und dann hat es eine Aktion gegeben, wo also Flüchtlinge in andere Einrichtungen transportiert wurden und die Wiese war leer, aber 2 Tage später war sie es eben wieder nicht, weil das Land, und da sehe ich die Verantwortung bei Stadt und Land, aber in dem Fall beim Land eben, diese zentrale Anlaufstelle völlig falsch an diesem Standort platziert hatte. So, es gab dann eine Lösung, dass also Anfang September diese zentrale Anlaufstelle nach Hinrichshagen verlegt werden sollte in ein ehemaliges Militärobjekt, viel größer, anders von der Räumlichkeit ausgestattet. Und man sich dann an dieser Hoffnung festklammerte, ja, also bis September, Anfang September muss es irgendwie noch gehen und dann haben wir ja die Lösung, so. Und in den Debatten mit den Anwohnern war zu spüren, also uns ist da schon so viel erzählt worden und es hat sich nichts getan. Also wir glauben auch nicht, dass es dort im September eine Lösung gibt. Und dass also öffentliche Behörden, dass politische Verantwortungsträger diese Zuspitzung des Konfliktes praktisch so zugelassen haben. Das habe ich erlebt. Und dann kam in der Woche vor dem 22. August eben ich denke, am Mittwoch dieser anonyme Anruf bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, dass dort also, da die Behörden ja nun gezeigt hätten, dass sie nicht in der Lage wären, das Problem zu lösen, dort auf der Wiese für Ordnung gesorgt werden wird. Und der damalige Chefredakteur hatte mich angerufen und mich gefragt, wie er mit diesem anonymen Anruf denn umgehen solle, meine Meinung dazu wissen wollte. Und ich habe ihm gesagt, also ich halte es für sehr gefährlich, das zu veröffentlichen, weil es ist quasi ein Aufruf, sich dort am Sonnabend zu versammeln und sich dort zu treffen. Und ich würde ihm sehr empfehlen, es nicht zu tun und ihn quasi auch darum bitten, es nicht zu tun, weil das würde die Situation nur noch weiter zuspitzen. Und er hatte mir dann was von journalistischer Pflicht zur Informationsveröffentlichung und er sieht sich schon in der Pflicht, eine solche Information nicht zurückhalten zu können. Und sie stand am nächsten Tag in der Zeitung und hatte genau diese Wirkung, dass es eben die Verbreitung dieses Aufrufs war, weil es hat ansonsten keine Flugblätter oder Internet, was heute zur Verbreitung von Informationen ja gang und gäbe ist, hat es so ja nicht gegeben. Sodass also tatsächlich diese Veröffentlichung wichtig war. So. Und von daher habe ich dann Donnerstag, Freitag in der Stadtverwaltung, im Innenministerium versucht, mit den Verantwortungsträgern zu reden, zu telefonieren. Herr Rusch aus dem Innenministerium hat mir versichert, dass man diese Drohung sehr, sehr ernst nimmt und dass es ja eine Katastrophe wäre, wenn so kurz vor dem September, wo ja die Lösung schon praktisch greifbar ist, dort noch was passieren würde. Und dasselbe habe ich aus der Stadtverwaltung gehört. Und dann war eben festzustellen, dass die Beamten des Innenministeriums die Einsatzleitung der Polizei in ihr Wochenende gefahren ist. Das waren fast alles Beamten aus den alten Bundesländern, die eben dann übers Wochenende nach Hause gefahren sind. Die Wasserwerfer standen in Schwerin und nicht in Waldeck, wie es normalerweise gewesen wäre. Und es hat sich niemand wirklich darauf vorbereitet. Also für mich war klar, dass ich bei einer solchen Drohung an dem Sonnabend dort in Lichtenhagen sein werde. Ich bin zum frühen Nachmittag
dann dorthin gefahren und war bei den Vietnamesen im Haus und habe von dort her gesehen, dass sich eben immer mehr Menschen angesammelt haben auf der Seite, wo heute dieser Hammer Textil-Einrichtungsmarkt steht. War ja die große Wiese, dort waren es eher junge Leute, Jugendliche. Auf der anderen Seite, wo die Eingänge waren in diese Häuser hinein, waren es eher Anwohner, ältere Menschen und es war dann auch Polizei da, wenig Polizei am Anfang und aus Rufen, Sprechchören, Unmutsäußerungen verschiedener Art spitzte sich die Situation dann immer mehr zu, dass eben erste Gewalttätigkeiten, also Gehwegplatten herauslösen, sie zerschlagen, mit den Steinen das Haus bewerfen. Und auf der anderen Seite war der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Der Oberbürgermeister selber war im Urlaub, Herr Zöllig als erster Stellvertreter, hat dort versucht, mit Anwohnern zu diskutieren. Da war ich auch mit eingebunden in diese Debatten, wo dann eben auch sehr üble rassistische Äußerungen zu den Flüchtlingen, die ja vor allen Dingen Roma aus Rumänien gewesen sind, gefallen sind. Wo aber selbst dort in dieser Situation immer noch auch zu den Vietnamesen unterschieden wurde. Also Vietnamesen, das war auch in den Wochen, Monaten davor immer die Diskussion. Also diese Roma und ganz schlimm, aber die Vietnamesen, mit denen haben wir ja kein Problem. Mit denen leben wir seit 10 Jahren hier und da haben wir keine Sorgen. Und so, und dann hörten diese Diskussionen auf. Ich war nochmal bei den Vietnamesen im Haus, wollte mich dann mit Herrn Zöllig abstimmen, wie wir denn jetzt weiter damit umgehen. Und als ich zurückkam, war Herr Zöllig nicht mehr da, weil er nach Hause gegangen war. Und ich habe dann versucht, mit dem Einsatzleiter der Polizei vor Ort, also das begann mit 20 Beamten in Sommeruniform, ganz schlecht ausgerüstet, die dann versuchten, diese Steinwürfe auf das Haus zu verhindern, die Angreifer zurückzudrängen. Und es begann ein Mechanismus, jeder Steinwurf wurde bejubelt, es diente als Anfeuerung, dass dann noch mehr dazu kam, die sich dort auch betätigten. Polizei versuchte, die vom Haus zurückzudrängen, war in gnadenloser Unterzahl. Und es gab Situationen, wo dann die Angreifer die Polizei bis in diesen Tunnel des Durchgangs zwischen diesen beiden Aufgängen zurückgedrängt hatten und Gefahr lief und es die Gefahr bestand, dass sie über die Balkone einsteigen. Wir haben dann von oben irgendwelche Flaschen runtergeworfen, um sie daran zu hindern. Dann ist die Polizei wieder vorgerückt. Sie haben so Tränengas in Richtung auf diese Angreifer geworfen, so kleine Tränengasgranaten. Der Wind stand aber so, dass sie das Tränengas selber wieder zurückgekriegt haben oder diese Gewalttäter haben eben mit dem Fuß die Tränengasgranaten zurückgeschlagen. Sie hatten aber, die Polizeibeamten, keine Schutzausrüstung und standen dann in dem eigenen Tränengas und waren die Betroffenen davon. Und ich habe allergrößten Respekt vor jedem Polizeibeamten, der dort vor diesem Haus stand und uns auch mit dem Einsatz seines Lebens, gerade in dieser Anfangsphase, wo die Situation mehrfach zu kippen drohte, verteidigt hat. Und umso größer stellt sich eben das Versagen von Polizeileitung und von Einsatzleitung dar, die in völliger, also die diese Gefahrensituation auch nicht annähernd adäquat behandelt hatten im Vorfeld und in der Situation, als es losgegangen war, überhaupt nicht in der Lage waren, dort adäquat zu reagieren. Und dann habe ich ein paar Mal mit der Polizeistation Lüttenklein telefoniert und er sagte mir dort, ja, die Wasserwerfer kommen gleich und dann kriegen wir die Situation in den Griff. Das habe ich dann dem Einsatzleiter vor Ort erzählt und der sehr wütend und böse reagiert hat. Was erzählt der für einen Unsinn? Die Fahrer der Wasserwerfer sind doch gerade erst nach Schwerin losgefahren und vor 3 Stunden können die gar nicht wieder zurück sein. Also dadurch, dass wir ja versucht
haben zu handeln im Haus. Und ich war ja in der Situation dann nicht mehr der Ausländerbeauftragte der Stadtverwaltung, sondern wir waren eine Gemeinschaft in diesem Haus, Vietnamesen, einige Deutsche aus dem Jugendalternativzentrum, waren ein paar junge Leute im Haus, die also auch aus dem Gefühl heraus, wenn dort etwas passieren würde an dem Wochenende, an dem Sonnabend, wollen wir im Haus sein, mit drin waren. Und wir haben eben zunächst versucht, in der Anfangsphase eben auch Polizei zu unterstützen, indem wir dort den Eindringen verhindert haben, indem wir von oben etwas heruntergeworfen haben. Als dann eben die Polizei zahlenmäßig immer stärker wurde, haben wir einfach aus dem Haus heraus, die Wohnung der Vietnamesen waren so ab 6. Etage, haben dieses Geschehen dort unten gesehen, haben gesehen, wie einzelne Polizeibeamten angegriffen worden sind, wie Polizeiautos abgefackelt worden sind. Und es war ein Gefühl von, hey, wo bin ich hier? Was geht hier ab? Was passiert hier? Etwas, was ich mir also auch in der Situation, wo ich eben auch vor Gewalttätigkeit gewarnt habe, mir in einem solchen Ausmaß, in einer solchen Dimension, das hätte nie vorstellen können. Und das war, wie gesagt, noch der erste Tag der Sonnabend, wo dann eben auch sofort Medien da waren. Es war bundesweit, es war, man kann fast vom ersten Tag an schon sagen, es war weltweit ein Thema. Und am zweiten Tag war es eben dann zu spüren an dem Sonnabend und dann in der Nacht von Sonntag zu Montag, dass eben auch eine große Zahl von zugereisten Gewalttätern mit dazugekommen sind. Die Auseinandersetzungen viel größer, viel stärker waren, während es am Sonnabend Größenordnung Hunderte waren, war es eben am Sonntag dann Größenordnung Tausende. Von denen, die dort gegrölt, gejubelt, Beifall geklatscht haben und Steine und Brandsätze geworfen haben. Und die Zahl der Polizei war dann eben auch noch durch Hundertschaften, die aus Hamburg eingeflogen worden sind, stärker. Und wir haben uns in diesem Haus zunehmend in der zweiten Nacht von Sonntag zu Montag sicherer gefühlt, aber die Gewalttätigkeiten um das Haus herum waren viel extremer. Und dieses Erschrecken schon aus dieser ersten Nacht, was geht hier ab, war also noch potenziert, weil es war ein solches Maß an Gewalttätigkeit, wie ich es mir nie hätte vorstellen können, dass so etwas in so massenhaft passieren kann. Also Größenordnung Tausende von Leuten, die einbezogen waren. Und dann war immer dieses Gröhlen und dieses Schreien, jetzt geht's los und Ausländer raus und Deutschland den Deutschen und diese Sprechchöre und diese Rufe waren so massiv, dass ich sie quasi heute noch höre, wenn ich diese Bilder wieder im Kopf habe. Und das, was ich von meinem Geografie-Geschichtsstudium her kenne, Pogrom, eine Pogromstimmung, die war dort tatsächlich vorhanden, die habe ich dort gesehen, die habe ich dort erlebt, wo also wie im Rausch dann Gewalttätigkeit stattgefunden hat. Und ich habe hinterher ja auch mit Jugendlichen gesprochen, die sagen, es war so ein Gefühl zu sehen, wie die Bullen vor uns davonlaufen, was uns also nochmal angestachelt hat und diese Anfeuerungsrufe. Und es war eine Handlung, wo dann die Gefahr, dass Menschen dort zu Schaden kommen können, ums Leben kommen können, keine Rolle mehr gespielt hat, diese Gewalt einfach einmal losgebrochen. Und die Vietnamesen, die vorher in den vielen Debatten von den Anwohnern immer herausgenommen wurden und wo es immer den Unterschied, diese Asylantragsteller, diese Wirtschaftsschmarotzer, diese Flüchtlinge, die hier unser Land überfluten, und die vietnamesischen Vertragsarbeiter, mit denen wir seit 10 Jahren leben. Und einfach von der Konstellation der Anlage dort haben vom ersten Moment der Gewalttätigkeit an, dieser Aufgang, wo die Vietnamesen wohnen, die Masse der Gewalt abbekommen. Weil eben in dieser gewalttätigen Stimmung und dieser Pogromstimmung es überhaupt keine Unterscheidung mehr gab. Und die, die es wussten, konnten oder wollten nicht mehr unterscheiden. Und die Masse hat es dann überhaupt nicht mehr gemerkt. Es ging gegen dieses Haus und gegen diese Ausländer. Und das war das, was also auch persönlich über diese 20 Jahre
was ich als besonders extrem und widerlich empfunden habe, diese gröhlenden, jubelnden Massen, wenn dort Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird und wenn dort Gefahr läuft, dass Menschen dort auch zu Tode kommen können. In der zweiten Nacht, wie gesagt, mit der Verstärkung der Polizei, den Hundertschaften aus Hamburg eingeflogen, wurde die Situation im Haus für uns dahin gebessert, dass wir nicht mehr die Sorge hatten, dass dieses Haus gestürmt werden kann, während die Gewalttätigkeiten draußen viel schlimmer waren. So, und mit diesem Gefühl sind wir dann auch in den Montag gegangen, dass die Polizei nun endlich nach diesen 2 Nächten die Situation im Griff hat, dass das Haus geschützt werden kann. Dass inzwischen ja auch am Montag flog der Bundesinnenminister Herr Seiters ein und es war ein weltweites Thema geworden. Und auch die Polizei ging davon aus, dass sie also nun die Lage im Griff hat und planen kann, dass außerdem von den Zugereisten vom Sonntag ein Teil dann auch wieder abziehen wird und dass man darauf eingestellt ist, dass am Montag dort in dem Haus, für die, die in dem Haus sind, nichts passieren wird. So, dann sind völlig überraschend die Asylsuchenden aus der zentralen Anlaufstelle evakuiert worden, während der Bundesinnenminister noch auf einer Pressekonferenz verkündet, wir werden nicht evakuieren, weil das wäre ja ein Rückzug vor den Angreifern und ein Sieg, den wir diesen Angreifern dann praktisch zuordnen würden. Selbstverständlich ist die Polizei in der Lage, dieses Haus zu verteidigen und dass denen, die drin sind, nichts passieren wird. Zeitgleich ist doch evakuiert worden. Und ich bin dann an diesem Montagabend zu 8:30 nach Lichtenhagen rausgefahren, hatte mich dort wieder mit den Vietnamesen verabredet und hatte mich auch mit einem Fernsehteam des ZDF, der Sendung Kennzeichen D, verabredet, weil die riefen mich auf der Fahrt nach Berlin in meinem Büro an und es waren die ersten Journalisten, die nach Hintergründen, nach Umständen gefragt haben, die nach den Vietnamesen, die nach den Opfern gefragt haben, während ich vorher nur erlebt hatte, dass eben Äußerlichkeiten beschrieben werden sollten. Und da ich vorher noch andere Termine hatte, haben wir uns dann zu 8:30 dort draußen verabredet und ich bin mit einem relativ ruhigen Gefühl dort rausgefahren und 8:30 waren Jugendliche wieder auf dieser Wiese, aber nicht so viel wie am Sonnabend, am Sonntag. Es war Polizei zu sehen. Im Foyer traf ich die Journalisten, auch Herrn Thing, ein paar Vietnamesen noch. Und wir haben dann unten besprochen, in welche Wohnung wir gehen, mit welcher vietnamesischen Familie die Fernsehleute ein Interview machen können. Und sind dann nach oben gegangen, in die 7., 8. Etage. Ab 6. Etage waren die Wohnungen der Vietnamesen. Und das Team baut die Kameras auf, beginnt dieses Interview. Ich stehe etwas am Rande, gucke aus dem Haus heraus und sehe überhaupt keine Polizei mehr, die zwischen den Jugendlichen, die dort auf dieser Wiese waren, und dem Haus standen. Und dann flogen auch schon die ersten Steine gegen das Haus und ich bin runter ins Erdgeschoss in die Pförtnerloge, weil das war das einzige Telefon, was es im Haus gab, und habe Polizeistation Lüttenklein angerufen, dass Steine fliegen, dass die ersten Brandsätze geworfen sind und in dem Moment wurde versucht, diese Hauseingangstür einzuschlagen und ich hörte ja auch aus den unteren Räumen, dass dort inzwischen Leute eingedrungen waren und ich habe dann dieses Telefonat beendet, weil ich keine Lust hatte, denen dort unten im Hausflur, im Erdgeschoss zu begegnen, dass wir sofort massiv Polizei und Feuerwehr brauchen und wir hier im Haus sind und ich das Gespräch beenden muss. Und dann bin ich nach oben gegangen. Und dann haben wir gesehen, dass die Brandsätze immer intensiver geworfen worden sind, hörten, dass unten Eindringlinge Mobiliar zerschlagen, dass gegrölt wurde und es war keine Polizei zu sehen, sodass für uns klar war, wir können uns hier nur selber helfen, weil im Moment ist niemand da, der uns hilft. Und haben gesagt, also die eine Seite ist, das Treppenhaus zu verbarrikadieren, damit die von unten nicht hochkommen. Und wir ja nicht wussten, was haben die vor, was werden die tun. Und wir keine Auseinandersetzung, indem die dort in die 6. Etage hochkommen und uns dort oben angreifen haben wollten.
So, und in dieser Situation ging es eben darum, wie können wir uns jetzt selber helfen? Und das eine war, sich nach unten zu verbarrikadieren, und das andere war, nach oben zu gucken, wie wir irgendwie aus diesem Haus rauskommen, aus diesem Aufgang rauskommen konnten. Und der Qualm wurde immer stärker im Treppenhaus. Wir hatten das Gefühl, dass diese Geräusche trotzdem weiter hochkommen, dass sie also nicht nur im Erdgeschoss sind, sondern vielleicht schon zweite, dritte, vierte Etage sind. Und hatten dann so zwei Aufgaben verteilt, zu sagen, so ein Trupp ist in den Treppenaufgängen und sichert, falls dort doch welche hochkommen wollen. Und der andere, Herr Ting, hatte den geleitet, der Sprecher, wenn du so willst, der Sprecher der Vietnamesen, der versuchte mit einigen anderen Vietnamesen dort nach oben aufs Dach zu kommen und diese Eisentür aufzumachen in irgendeiner Weise, um uns über das Dach zu sichern. Und diese Situation dauerte ungefähr 1,5 Stunden, wo wir also ohne Polizeischutz, ohne Feuerwehr dort eingesperrt waren, Feuerqualm, Gewalttäter von unten, also der Weg nach unten war absolut abgeschnitten, und nach oben war eben der Ausstieg aufs Dach sehr gut gesichert, weil da sollte ja keiner einfach mal so auf das Dach steigen können. Es kam dann so ungefähr nach 1,5 Stunden kam die Information, so wir haben jetzt oben die Möglichkeit geschaffen, dass wir aufs Dach können. Und dann haben wir gesagt, okay, also gucken in einem der Aufgänge, wo Deutsche wohnten, wo es nicht brannte, wo keine Angriffe auf das Haus waren, zu sehen, dass wir vom Dach dann auch wieder nach unten steigen können. Also sind erstmal ein paar von den Männern dort aufs Dach und haben geguckt, wo ist der Abstieg nach unten möglich. Das war einfacher und leichter zu öffnen. Und dann waren wir eben in einem solchen Treppenaufgang, wo die Wohnungen deutscher Familien waren. Also die erste Hoffnung war einfach aus diesem brennenden, qualmenden Haus, wo das Atmen immer schwieriger wurde und der Qualm intensiver wurde, dort einfach erstmal rauszukommen und in ein Treppenhaus zu kommen, wo also diese akute Bedrohung von Gewalt im Haus, um das Haus herum, von Feuer, von Qualm nicht mehr da war. Wir haben uns da noch keine Gedanken gemacht, so wie kriegen wir jetzt Hilfe oder Unterstützung, sondern einfach erstmal dort rauskommen. Und dann auch zu gucken, also die Frauen, die Kinder zuerst übers Dach. Wir waren bemüht, immer nur auf der Mitte des Dachs zu bleiben, weil wir wussten nicht, was draußen los war, was da passiert. Und die Sorge war, wenn wir uns irgendwo am Rande des Dachs zeigen, dass das wie so ein Fanal war, dass nun vielleicht doch Leute nach oben kommen. Im Nachhinein war klar, das brannte inzwischen dort unten so schlimm, da wäre von denen auch keiner mehr in das Treppenhaus freiwillig reingegangen und nach oben. Aber das wussten wir nicht. So, also ja, nicht irgendwo am Rande sehen lassen, also in der Mitte des Daches, in gebückter Haltung, dort bis zu diesem Aufgang, die Frauen, die Kinder zuerst und dann immer wieder reinzugehen und die Nächsten zu holen und dort uns einfach in Sicherheit zu bringen. So, und in diesem Aufgang, wo die deutschen Wohnungen waren, hatte dann zwei deutsche Frauen, die dort mit im Haus waren, die in solchem ABM-Büro des Seehafens mit Vietnamesen zusammengearbeitet hatten. Die hatten dort an den Wohnungen geklingelt, an den Wohnungstüren, um für die Frauen und die Kinder erstmal einen Platz zu haben, wo sie vielleicht sitzen können, wo sie erstmal zur Ruhe kommen und nicht nur im Treppenhaus stehen. Und da war dann eben die Erfahrung, dass bei allen Wohnungen, wo geklingelt wurde, eine einzige aufgemacht hat. Die Frau Melzer war das, und die hat dann Frauen und Kinder in ihre Wohnung reingelassen und hat sie eingeholt, während an allen anderen Türen nicht geöffnet worden ist. Ich war in der Situation schon durch diesen Aufgang nach draußen gegangen, weil ich wollte als Einzelner rausgehen und gucken, den Kontakt zur Polizei, zur Feuerwehr suchen, erst mal sehen, wie die Situation um das Haus herum ist. Und dieses Klingeln und diese Enttäuschung, dass bis auf eine niemand aufgemacht hat, die habe ich dann hinterher erst im Erzählen mitgeteilt bekommen. Und
Ich habe das erst später reflektiert, weil es ging darum, dass Feuerwehr sagte, geht bloß nicht mehr von oben in das Haus hinein. Der Qualm ist inzwischen so intensiv, wir wissen nicht, ob irgendwelche giftigen Stoffe da verbrannt sind. Wir gehen jetzt als Feuerwehr von Wohnung zu Wohnung, von Etage zu Etage hoch. Also musste ich gucken, dass ich diese Informationen zu den Mitstreitern oben aufs Dach kriege, dass wir also jetzt alle aus dem Haus quasi raus können und falls noch jemand in irgendeiner Wohnung ist, dass die Feuerwehr das jetzt systematisch durchsuchen wird. Der erste verantwortliche Polizeibeamte, den ich dort vor dem Haus traf, fragte mich, ja, und wo sollen denn jetzt die Vietnamesen hin? Und ich war einfach nur sprachlos. Ich komme aus diesem Haus, bin 2 Stunden in dieser Situation und werde als erstes gefragt, wo sollen jetzt die Vietnamesen hin? So, also war das die Sorge, was passiert denn jetzt? So, und dann waren aber relativ schnell, waren 2 Busse da, wo dann Vietnamesen einsteigen konnten. Und dieses Verhalten der deutschen Anwohner passte irgendwo in diese Gesamtsituation mit hinein. Also, Grölen, Jubeln, Gewalt, wenn Menschen ums Leben kommen können und absolut passiv, wenn es um eine Unterstützungsleistung ging. Es passte irgendwie in dieses Bild und die Frau Meltzer war der einzige Lichtblick und die Ausnahme, die dort für mich eigentlich normal menschlich reagiert hat. Ich denke, dafür ist es erforderlich, einen differenzierten Blick zu haben. So dieser Glaube, wenn in einer Stadt über so viele Tage so etwas passiert und ein solches Maß an Gewalt da ist und dass es Auswirkungen auf diese Stadt haben muss und diese Stadt danach nicht mehr so sein kann wie davor. Das, denke ich, ist eine der Illusionen der letzten 20 Jahre. Zu sagen, nein, es gibt nach wie vor die verschiedenen Gruppen von Menschen, Menschen, die also bereit sind, auch für die Integration von Migrantinnen und Migranten, die zu uns kommen, aktiv etwas zu machen. Menschen, die das akzeptieren, dass es so ist, die durchaus auch positiv interessiert sind, ohne sich zu engagieren, Menschen, denen es relativ gleichgültig ist, solange es sie persönlich nicht in irgendeiner Weise einschränkt, Menschen, die eine latente Fremdenfeindlichkeit in sich tragen, die zum Teil aber auch eine eigene Ängstlichkeit vor anderen Kulturen, vor anderen Lebensweisen haben. Menschen, die eine sehr aggressive Fremdenfeindlichkeit haben, bis hin zu extrem Rassismus, wo dann eben Verhaltensweisen bestimmten Migrantengruppen zugeordnet wurden, wo eine pauschale Ablehnung ist. Also all diese Bandbreite, die es da gibt, die gab es davor in dieser Stadt und die gibt es danach in den letzten 20 Jahren in dieser Stadt auch. Also die Hoffnung, dass ein so schlimmes Ereignis etwas verändert. Die habe ich in dieser Zeit begraben. Ich habe aber immer Menschen erlebt, die dann Partner waren. Ich habe in der Stadtverwaltung Menschen erlebt, für die das also ein solcher Schock gewesen ist, dass es ihr Handeln positiv motiviert hat. Jemand, den ich ganz besonders hochschätze, der in diesen Tagen noch nicht in der Stadtverwaltung war. Den Oberbürgermeister Arno Pöger, der viele Jahre mein Vorgesetzter war, war jemand, der sehr offen damit umgegangen ist, der gesagt hat, Rostock muss sich dem stellen, weil wir können nicht so tun, als wenn das irgendwas zugereiste Fremde, die dann dort Gewalt ausgeübt haben. Nein, wir als Stadt müssen uns dem stellen. Und in seiner Zeit haben wir, denke ich, den Grundstück von dem, wie eine Struktur zu Integrationsförderung, zu Angeboten für Migranten, die in dieser Stadt leben, aussehen kann, aufgebaut. Ich höre aber auch bis heute noch Argumente, die da sagen, oh, Lichtenhagen und wir werden stigmatisiert und wir waren das doch nicht, sondern es waren die Zugereisten und Rostock und Lichtenhagen wird in ein so schlechtes Bild gerückt. Also so eine Abwehrreaktion, also nicht ein Umgehen damit, dass es in unserer Stadt passiert und was lernen wir daraus und wie können wir Produktives daraus ziehen, dass es so passiert ist.
sondern sich zu rechtfertigen, sich herauszuziehen, Verantwortung woanders hinzuschieben. Das erlebe ich alles und das hat die Arbeit, die ich ja dann 18,5 Jahre in dieser Stadt gemacht habe, durchaus geprägt. Der Einsatz für das Aufenthaltsrecht der vietnamesischen Vertragsarbeiter, die eigentlich ja alle noch ausreisen sollten, weil es gab keine Regelung für die DDR. Gastarbeiter, Anführungsstriche. Und da gab es eine breite politische Bewegung für ein Bleiberecht dieser Vietnamesen. Und es gab eine spontane Unterschriftssammlung, die also nicht irgendeine Organisation vorbereitet hatte, sondern die ausgegangen war von den Leuten, die auf dem Markt standen, wo vietnamesische Markthändler eben dort die Nachbarn auf dem Stand waren und die spontan eine Unterschriftensammlung, wo 5000 Unterschriften für das Bleiberecht der Vietnamesen zusammengekommen sind, die dann der Bürgerschaftspräsident dem Innenminister überreicht hat, um dort als Bundesland auch politisch Druck auf die Bundesregierung zu machen, ein Bleiberecht für diese Vertragsarbeitnehmer herbeizuführen. Also das sind auch sehr, sehr positive Reaktionen, die als Reaktion auf das, was in Lichtenhagen passiert ist, stattgefunden haben. Ja, ich denke, wie aus allen anderen historischen Ereignissen zu sagen, was kann man rückblickend daraus lernen? Wie muss man damit umgehen? Und da sehe ich eben eine Verantwortung, eine Pflicht, es erstmal nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und das ist gerade für junge Leute, die damals noch gar nicht geboren waren oder so klein waren, dass sie es gar nicht aus eigener Erinnerung behalten können, zu sagen, also es muss eine Erinnerung, eine Mahnung dafür sein, dass also A, eine solche Zuspitzung von Situationen durch Versagen von Landes- und kommunalen Behörden sich so nicht wiederholen darf, dass man einfordern muss, dass ein solches Pulverfass, was auf dieser Wiese gestanden hat, dass so etwas eben nicht nochmal passieren kann, indem man eben politisch engagiert oder anders engagiert, auch Bürgerbewegungen engagiert, sich darum kümmert, dass es auch nicht im Ansatz solche Zuspitzungen überhaupt geben kann. Es muss ein Beispiel da sein, zu sagen, wie wir mit Zugewanderten, wie wir mit Migranten umgehen können. Und da weiß ich aus meiner Arbeit, dass es sehr wohl individuell gute und schlechte Erfahrungen geben kann, weil es gibt nicht die Migranten genauso wenig, wie es die Rostocker oder die Deutschen gibt. Und dass man aus persönlichen Schlussfolgerungen aber immer auch einen Schritt zurücktreten muss und sagen, wie gehen wir mit Zugewanderten in dieser Gesellschaft um, die ja inzwischen zahlenmäßig in Deutschland eben dazugehören? Und wenn eben auch inzwischen der Islam zu Deutschland gehört, um einen ehemaligen Bundespräsidenten zu zitieren, für mich somit die mit Abstand beste Äußerung, die es von diesem Bundespräsidenten gibt, dann müssen wir eben auch eine Offenheit in dieser Gesellschaft haben, zu sagen, wir stellen uns solchen Entwicklungen, die es in dieser Gesellschaft gibt, und dort sich eben ein Stück dafür einzusetzen, dass eben nicht wieder eine Situation ist, wo über eine solch pogromhafte Stimmung, wo über Manipulation, wo auch Medien Verantwortung haben, wir plötzlich wieder in einer Situation sind, wo Gewalt Menschen trifft, die wehrlos sind, die hilflos sind und wo gejubelt und gegrölt wird, wenn Menschen ums Leben kommen können.